Mir scheint, ist es unsere letzte Runde heute Vormittag, der letzte inhaltliche Block. Und der ist der Metta-Meditation gewidmet. Das ist eine Meditation, die man traditionell eher am Ende eines Kurses praktiziert. Worum geht's? Metta ist zunächst mal eine Haltung anderen und fühlenden Wesen gegenüber. Man kann dieses Pali-Wort wiedergeben mit Freundlichkeit, mit Liebe, Wohlwollen, Herzlichkeit. Also es ist eine besondere Art und Weise, wie man mit anderen Menschen in Beziehung steht. Und zwar eine Art der Ich-Du-Gleichheit, wo man also nicht so sehr die Unterschiede zwischen den Menschen sieht, sondern wo man das Gemeinsame und Verbindende sieht. Und das Verbindende ist immer, dass wir alle mehr oder weniger noch auf der Suche nach Wohl und Frieden sind, aber alle noch nicht angelangt sind. Das ist uns gemeinsam. Und Metta heißt, dieses in den Vordergrund rücken, wenn man Begegnung mit anderen hat, und nicht das Fremde. Vor allen Dingen nicht die Haltung, was bringt der mir, ja, was kann der mir bieten, dass es mir besser geht, oder was macht der oder die, dass es mir schlechter geht. Das wäre so die Alltagshaltung, die wir gewohnt sind. Man kann sagen, dass alle Religionen mehr oder weniger diese Haltung als eine förderliche preisen, geradezu uns ans Herz legen, dass wir uns die angewöhnen und da drin wachsen. Aber nicht nur damit sich die zwischenmenschlichen Begegnungen verbessern, das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, aber auch damit dieser Reinigungsprozess, der innere Reinigungsprozess, den man ja sich vorgenommen hat, wenn man einer spirituellen Praxis folgt, dass dieser Reinigungsprozess vorankommt. Denn die Übung von Metta heißt ja auch, dass man sich selbst zum Besseren verändert, dass man in die Richtung wächst, die wir gestern und vorgestern als Sammlung, als Einigung, als Einswerden beschrieben haben, was wiederum die Voraussetzung dafür ist, dass wir Weisheit erlangen können, was wiederum die Voraussetzung dafür ist, dass wir Befreiung erlangen können. Also das ist der gesamte Rahmen dieser Praxis. Und Praxis heißt zugleich auch, dass man das üben kann. Mancher ist von Natur aus freundlich, dem fällt es gar nicht schwer, immer ein Lächeln anderen gegenüber auf den Lippen zu haben. Anderen fällt das schwerer, aber keine Sorge, jede Eigenschaft, die man noch nicht hat, kann man sich angewöhnen. Das ist ja eine der Grundbotschaften des Buddha, man kann sich alle, vor allen Dingen auch guten Eigenschaften angewöhnen. Auf Deutsch, man kann auch Metta üben, man kann die sozusagen in sich entfalten und in sich entwickeln. Damit wären wir sozusagen bei der Aufgabe der Metta-Praxis als eine Übung. Und wie das so ist, jede Übung hat unterschiedliche Facetten. Einmal kann diese Metta-Praxis sozusagen in der alltäglichen Begegnung mit dem anderen geübt werden. Und sie kann so geübt werden, wie wir das heute hier machen, in der formellen Metta-Praxis, also in der Meditationspraxis. Eine andere Unterscheidung ist, dass Metta zunächst etwas auf der geistigen Ebene ist, dass man eine neue Orientierung findet. Diese Orientierung heißt, gemeinsam ist immer besser als einer gegen den anderen. Sozusagen eine andere Zielrichtung seinem Leben gibt. Und das Zweite ist dann sozusagen auf der Gemütsebene, ja, auf der emotionalen Ebene, dass diese Metta-Kräfte auch entsprechend wachsen. Also dass wir auch hier wieder Geist und Herz in diesem Sinne zusammenbringen oder beides in uns entfalten. Und das ist der Hintergrund, warum man bei der praktischen Vorgehensweise dann auch ganz unterschiedliche Zugänge hat. Es gibt Menschen, die dann, wenn sie Metta üben auf dem Kissen, das mehr sozusagen auf der gedanklichen Ebene tun, dass sie mit Worten agieren, nicht mögest du glücklich sein, dass sie das mehr in dieser
Ebene des gedanklichen Austausches der Worte praktizieren, oder andere, die mehr sich dann das Gegenüber, dem sie wohl wünschen, vorstellen, visualisieren, also mehr ein Bild haben für die Beziehung zwischen den Menschen. Oder aber last not least, dass man mehr auf die Emotion, auf das Gefühl, auf das Empfinden der Ich-Du-Gleichheit achtet. Das ist alles sozusagen legitim und jeder hat seinen eigenen Weg dazu. Bevor wir konkreter die erste Art von Meditation betrachten, will ich noch drei Worte verlieren über die Metapraxis im Alltag. Denn die Zeit, die wir auf dem Kissen verbringen, ist ja relativ kurz im Vergleich zu den Zeiten, wo wir einfach sozusagen mitten im Leben stehen und mit anderen Menschen unmittelbar zu tun haben. Und das ist ja das eigentliche Übungsfeld für Metta. Und das heißt, dass wir in unserem Alltag, wenn andere Menschen, oder ich sage auch, wenn andere Wesen da auftauchen, dass man die erstmal gebührend wahrnimmt. Das sind ja andere auch noch. Ich bin ja nicht allein in der Welt. Es dreht sich ja nicht alles um mich, sondern da ist der Nächste auch noch. Und er hat ja seltsamerweise auch Bedürfnisse und Anliegen und Wünsche und Sehnsüchte. Und die unterscheiden sich gar nicht prinzipiell von den meinen. Und das ist der erste Einbruch von Metta, den anderen wahrzunehmen, den anderen wichtig zu nehmen und darauf zu achten in seinen Handlungen, dass der andere entsprechend berücksichtigt wird. Und da ist die generelle Empfehlung des Buddha, zunächst seine eigenen Handlungsweisen mal zu überprüfen, so eine Art Zila-Test zu machen. Wenn ich was mache oder vorhabe zu tun, schadet das dem anderen vielleicht? Wenn ja, dann lass es. Ja. Nützt es dem anderen? Wenn ja, tu das. Nützt es beiden? Dann kannst du es umso mehr tun. Also das wäre so ein Test, den man gleichsam mit sich herumführt, bei allem, was man tut, theoretisch, wenn man darauf achten könnte, ja, bei allem, was man tut, diese Frage mal zu stellen, ist denn das jetzt in Ordnung, was du da tust? Und wenn man das ein bisschen spezieller will, ich habe mir so zwei ganz, ganz primitive Merkposten, wo man das an so Mini-Punkten auch mal praktizieren kann. Unser Leben ist ja doch geprägt von vielen sprachlichen Formeln, nicht? Und eine dieser sprachlichen Formeln ist, guten Morgen. Ich glaube, ich habe das vorhin auch gesagt, guten Morgen oder so. Das hat man ausgesprochen und schon ist weg. Man denkt überhaupt nichts mehr dabei, ja? Weil es eine Floskel geworden ist. Und das wäre so eine Idee mit diesem Wort, guten Morgen, wirklich eine Intention zu verbinden, mal wirklich einen Wunsch zu verbinden. Du sollst einen guten Morgen haben, das wünsche ich dir. Oder mach's gut, ja, mach's gut, ja, tschüss. Aber damit mal verbinden, ja, führe dein Leben gut. Und das klingt jetzt so wie so banal, so mini, 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 weil das ja in 2 Sekunden erledigt ist. Aber wie das Formeln so auf sich haben, Formeln wiederholen sich ja immer. Ne? Und wenn es gelänge, sozusagen diese innere positive, wohlwollende Haltung damit zu verbinden, würde das bedeuten, dass wir über die Jahre hinweg gesehen ein paar tausend Mal diesen Metta-Impuls wirklich üben. Und alles, was man auch in kleinen Portionen über lange Zeit zusammenträgt, wird irgendwann mal ein Riesenhaufen. Und aus diesen kleinen Metta-Impulsen könnte dann wirklich mal etwas entstehen wie eine Metta-Kraft. Denn es geht nicht nur um die guten Gedanken, sondern es geht wirklich um eine innere psychische Kraft, die sich entfaltet und die ausgesprochen stark werden kann. So, das wäre etwas zu den Hintergründen. Und worum es heute uns hier geht, sind ja die formellen Arten und Weisen, wie man das auf der Matte sozusagen übt. Wir haben zu Beginn unserer Session hier am Freitag schon mal eine geführte Metta-Meditation gehabt, wo in etwa eine Variante, die Standardvariante, ihr schon mal kennengelernt habt.
Und das ist die Variante, dass man beginnt, Metta zu entwickeln, erstmal bei dem Einfachen, da wo es leicht fällt, um sie dann zu erweitern bis in die Bereiche hinein, wo es eher schwer fällt. Und traditionell sagt man, man möge doch Metta, also diese Haltung des Wohlwollens und der Freundlichkeit, erstmal sich selbst gegenüber entwickeln. Denn was man selbst nicht hat, kann man auch gar nicht weitergeben. Wenn man sich selbst nicht ausstehen kann, wie soll man da ja, die anderen ausstehen können? Das ist ein schwieriger Prozess. Wenn man das hinter sich hat, dann widmet man sich den Menschen in Gedanken, in der Vorstellung, die einem schon so von Natur aus nahe sind. Also der eigene Partner, die Partnerin, das Handy. Das wäre übrigens eine neue Variante, dem Handy wohlwollen entgegenzubringen. Oder den ja. Entschuldigung. Kommt alles im Leben vor. Wer jetzt ärgerlich war, hatte nicht die Metta-Haltung. Das war jetzt ein verabredeter Test. Ja. Das ging jetzt nicht schief, das war verabredet. Also, wir waren dabei, Metta zu entfalten, da wo es relativ leicht fällt, also bei den Menschen, wo man schon eine relativ gute Beziehung hat. Partner, Kinder, vielleicht auch Haustier, Eltern, so. Da gibt's zwei Hürden schon mal drin. Die eine Hürde mag mit den Eltern zusammenhängen, weil da oft Altlasten da sind. Und viele das Gefühl haben, nee, das geht erstmal nicht. Ja. Wenn das nicht funktioniert, dann meine zweite Reihe. Und eine andere Schwierigkeit besteht, und ein Stolperstein besteht darin, dass man, oder wenn man das andere Geschlecht sozusagen als Objekt von Metta hat, dass man da schnell etwas verwechselt, also diese nicht messende Liebe mit einer Art von sinnlichen ja, Beziehungen, die sich da ausdrücken können. Also da muss man aufpassen, dass das wirklich bei Metta bleibt. So, dann guckt man sich die Menschen oder Wesen an, mit denen man oft zu tun hat, aber wo keine besonderen Beziehungen bestehen. Zum Beispiel der Nachbar im fünften Haus oder den Busfahrer, den man ab und zu sieht, oder den Verkäufer im Geschäft XY oder der Arzt, wo man zweimal im Jahr zur Untersuchung hingeht oder so. Und das Letzte wäre die Variante, dass man Menschen gegenüber Metta entfaltet, wo man glaubt, dass die einem Schwierigkeiten machen. Ne? Also unsere Feinde oder unsere ja, Übeltäter, die es auch in unserem Leben gibt. Das wäre die Variante. Und dann, wenn man sozusagen dieses ausgeweitet hat, kommt man am Ende wieder auf sich selbst zurück, um den Kreis zu schließen und um am Ende nochmal bei sich selbst unmittelbar zu spüren, wie diese Metta-Haltung aussieht, wie sich das sozusagen anfühlt. Das wäre eine Variante, mit der wir mal anfangen, und die anderen werde ich im Laufe des Vormittags noch vorstellen. Ich habe noch eine Frage. Ich hatte auch mal bei anderen Lehrern Metta gelernt und die haben unterrichtet, dass man bei den Nahestehenden auch noch man einschränken sollte, dass man da keinen Verstorbenen als Person sich vorstellen sollte, sondern einen Lebenden mit gleichem Geschlechts, außer natürlich, man ist dem gleichen Geschlecht zugewandt. Ja, das waren die beiden Einschränkungen. Also der sollte leben noch und gleichen Geschlechts sein. Ja, ja, ja. Ich hatte vergessen, das hattest du angedeutet noch, dass es auch Lehrer sein können, Vorbilder, denen man mit da gegenüber praktizieren kann. Aber es ist richtig, diese Einschränkung wird erwähnt. Ich bin der Sache auch mal nachgegangen und habe folgenden Zusammenhang entdeckt. Es wird gesagt, wenn man einen Verstorbenen sozusagen mit einbezieht, dann ist es zwar nicht sozusagen verboten oder hinderlich, aber es verhindert, dass man in die erste Vertiefung hineinkommt. Frag mich nicht warum, ich habe es nicht klären können. Aber das heißt, dass wir grundsätzlich nicht Verstorbene ausschließen,
sondern Wissen, das verhindert nur eine bestimmte Art von innerer Vertiefung. Aber etwas, was uns im Moment sozusagen gar nicht interessieren muss, weil wir im Moment ja erstmal versuchen, diese Metta-Haltung insgesamt kennenzulernen und zu üben. Sollten wir in diese fortgeschrittenen Bereiche hineinkommen und die Metta-Praxis als Eingangstor zu den Vertiefungen betrachten, dann wäre das ein Punkt, den Erik hier zu Recht nennt, dass wir da diese Art von Betrachtung ausschließen. Und das wäre ein Sonderfall. Und ist gleichgeschlechtlich auch. Das muss nicht sein, aber es ist auch eine Empfehlung, ja, wenn ich an meine liebe Nachbarin denke. Es ist fantasiert, bitte, an meine liebe Nachbarin und wünsche ihr Wohl. Dann kann dieses Gefühl sozusagen in eine andere Gefühlsart übergehen, ohne dass ich es merke, ja? Weißt du, was ich meine? Ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ja. Das ist eine Art von, was sagen wir denn? Sicherheitsnetz, ja. Wenn man voller Metta ist, kann man auch an ein Wesen eines anderen Geschlechts denken. Aber der normale Mensch unterscheidet ja oft nicht zwischen Liebe, die sinnlich ist, und Liebe, die gebend ist. Ja, das deutsche Wort Liebe hat ja diese Ambivalenz. Liebe ist einmal, ich will dich haben, Karin, ja. Oder Liebe heißt, ich gebe dir alles, was ich habe, Karin. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. In Pali einmal Metuna und einmal Metta sind zwei Sachen. Im Deutschen ist das im Wort sozusagen mit drin und damit in den Assoziationen drin. Und wenn man seinen eigenen Geist nicht wirklich beobachtet, auch oft nicht wirklich unterscheidbar. Will ich dich haben oder will ich dir was geben? Metta ist geben, nichts erwarten. Metta ist nur, hier hast du. Selbstlos, nicht bezogen auf Ego-Befriedigung in irgendeiner Weise, sondern möget ihr alle glücklich sein. Das ist die Haltung. Nicht mögest du mich, Karin, glücklich machen, bitte. Verstanden? Ja. Man ist ja nichts Neues, was wir hier machen.
du Metta und die Sonne geht auf. Das ist der Effekt. Also sind noch genug Wolken da, wie ich sehe. Schon wieder weg, ja. Das ist auch der Effekt. Möchte jemand was sagen? Wolfgang. Eine Frage. Ich finde die Metta relativ oft so, ungefähr so, wie du sie vorgestellt hast. Was ich immer das Gefühl habe, ist, dass ein guter Abschluss fehlt. Also etwas, was die Sache richtig rund macht. Ich weiß, kannst du das besser formulieren? Vielleicht ein Schlusspunkt oder ein noch weiteres Aussehen. Ich weiß es nicht genau. Aber mir scheint immer etwas zu fehlen am Ende. Ja. Vielleicht kommen wir noch dazu. Ja? Okay. Denn wir werden auch noch ausdehnen jetzt. Gleich. Ja. In 5 Minuten dehnen wir schon noch aus. Ich habe was dazu. Ich weiß nicht, ob soll er selbst rausfinden oder das kann ich jetzt schon sagen. Also in der Gruppe, wenn wir das schaffen, dann machen wir noch eine Stufe mehr zum Abschluss. Also dass wir, wenn wir also die schwierige Person hatten, gehen wir nochmal zu uns selbst zurück und gehen nochmal alle Personen so stellen, die vor uns sind. Und dann dehnen wir diesen Kreis weiter aus auf die Umgebung, auf den Raum, wo wir sind, auf die Stadt, in der wir sind. Und immer weiter, dann auf alle Wesen, alle Tiere, alle nicht sichtbaren. Und dann das Universum und dann darüber hinaus. Ja, das ist der Abschluss. Das war der Vorblick auf das, was noch kommt. Habt ihr es schon mal gehört? Über das Universum hinaus habe ich auch nichts mehr anzubieten. Entschuldigung, Jörg. Kein Problem. Ich habe eine Frage, und zwar mir fällt es, wahrscheinlich wirst du die jetzt auch nicht beantworten können, sehr schwer, keine Verstorbenen mit einzubinden. Ja. Ich würde aber gern verstehen, warum ich die nicht mit einbeziehen soll, weil letztendlich tut mir das sehr gut. Ja. Kann ich das irgendwo nachlesen? Wenn du die Stelle findest, sag mir es bitte. Okay. Ja. Um das nochmal zu sagen, also ich in meiner Praxis beziehe Verstorbene mit ein. Ja, okay. Ja. Also es ist nichts dagegen zu sagen. Nur worauf Erik hinweist, es wird die Empfehlung gegeben, sie nicht mit einzubeziehen, wenn man diese Praxis verwenden will, um in eine meditative Versenkungsstufe hineinzukommen. Okay. Also nicht die Alltagspraxis, sondern in diese Tiefe hinein. Warum es da ein Hindernis gibt, kann ich dir nicht sagen. Aber das wird von den Erfahrenen gesagt. Heißt aber für unsere Alltagsbegebenheit erstmal irrelevant. Ja? Okay. Ich habe eine Frage. Gibt es keine eigene Meditation für Verstorbene, um sie zu würdigen oder in alles Gute auf ihrem weiteren Weg zu wünschen? Gibt es jede Menge, ja. Ja. Auch was so Opfergaben angeht. Ich weiß nicht, ob ihr neben Pintong sitzt. Wenn ihr neben Pintong sitzt, ich weiß nicht, ob er es hier praktiziert, tut er das, was in seiner Heimat so und so gang und gäbe ist und auch bei vielen buddhistischen Gemeinschaften, dass er von dem Essen, das er gerade zu sich nimmt, einen kleinen Teil beiseite tut und es gerade den Verstorbenen widmet, die unter Umständen keine Möglichkeit haben, sich gut zu ernähren. Das ist eine Art des Gedenkens an Verstorbenen und Jenseitigen und sozusagen auch eine praktische Art und Weise, die Solidarität auszudrücken und eine praktische Art von Dana, von Geben, auch an Wesen, die man nicht unmittelbar sieht. Damit wären wir auch schon sozusagen bei der Überleitung zu der nächsten Praxis. Denn Wolfgang hat ja gesagt, das ist noch mir nicht genug. Ja, irgendwas. Ja, nicht so deutlich. Aber ich habe es so deutlich gesagt. Ja. Ja, es ist noch nicht ganz rund. Tatsächlich ist das, was ich jetzt vorgetragen habe, so die Standardversion, die aber insofern beschränkt ist, als sie sich nur auf menschliche Wesen bezieht. Nicht? Da gibt es die Erweiterung von denen, die uns lieb sind, zu denen, die uns irgendwie so ja, neutral begegnen, bis zu denen, die uns so gegen den Strich gehen. Und nun sagt er, erwachte, ja Leute, es gibt noch viele, viele andere Wesen, also Existenzformen, Lebensformen. Ihr kennt normalerweise nur 2, das sind die Menschen selbst und das sind die Tiere. Aber ihr habt keine Ahnung, meistens nicht, dass es auch noch andere Wesen gibt. Insgesamt sind es 5 Arten, wie man zur Dasein kommen kann. Mensch und Tier ist, wie gesagt, uns vertraut.
Aber es gibt auch übermenschliche Wesen, die sogenannten Devas, Gottheiten sagen wir im Westen. Oder es gibt dazu untermenschliche Wesen, neben den Tieren auch die sogenannten Petas oder Hungergeister, also Geistwesen, die in einem üblen Zustand, in einem armseligen Zustand sind, Klammer auf, die armen Seelen im Christentum, bis zu solchen Wesen, die in den Daseinsabgründen dieser Existenz sozusagen, ja, verloren sind für den Moment oder da ihre Existenz fristen müssen. Und die brauchen im Kern noch viel mehr Metta, noch viel mehr Zuwendung als die Wesen, denen es ohnehin schon gut geht. Das heißt, das ist eine Form jetzt der Metta-Praxis, wo man dieses Geben von Wohlwollen auf alle Wesen bezieht, also nicht nur auf alle Menschen bezieht, sondern auf alle Wesen bezieht. Nachteil dieser Meditation ist, dass viele Westler damit nichts anfangen können, weil sie entweder nicht dran glauben, dass es jenseitige Wesen gibt, oder gar keine Erfahrung haben damit. Und sie deshalb sagen, für mich ist das Spekulation, und auf Spekulation lasse ich mich nicht ein. Während andere ein stärkeres Vertrauen zu dem Buddha haben und sagen, wenn der Buddha davon spricht, dass es andere Wesen noch gibt, dann gehe ich erstmal davon aus, dass das so ist. Wie auch schon unser lieber Shakespeare sagt, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als ihr euch vorstellen könnt. Also wer das jetzt nicht ausschließen mag, der kann auch mal probieren, diese Metta-Haltung noch über die menschliche Existenz hinaus auszudehnen und alle Wesen einzubeziehen, die es gibt. Und man fängt auch da an bei den Wesen, die sozusagen am reinsten, am hellsten sind. Das sind die Devas, die Gottheiten. Geht dann zu den Menschen, zu den Tieren, zu den Hungergeistern, zu den ja, sogenannten Höllenwesen. Also die Bezeichnungen sind da nicht so relevant. Es ist damit nur ausgedrückt, dass es ganz, ganz unterschiedliche Wesen gibt in Bezug auf Nähe zu Wohl und Glück und Entferntsein von Wohl und Glück. Und denen kann man trotz allem Metta zuschicken. Dann gibt es noch die Pflanzen. Der Buddha erwähnt die Pflanzen nie als Lebewesen. Mhm. Nein. Für den Buddha sind Pflanzen sowas wie Aufenthaltsorte von Devas, wie Wohnungen, ja, die ja auch in den sichtbaren Bereich hineinragen, aber sie selbst werden nie als von dem Buddha nie als Lebewesen empfunden und beschrieben, sondern als ja, Wohnungen, Aufenthaltsorte. Also wenn du einen riesen Baum siehst, eine riesen Eiche irgendwo, ja, wohnt da ein Baumgeist drin. Das ist ein erdnaher, ein menschennaher Deva, ein übermenschliches Wesen, das sich da sozusagen materiell manifestiert, da sich sozusagen eine Außenstelle gebaut hat. Ja. Und wer sensibel ist, also ich kenne ein paar Leute, die von sich aus behaupten, ich sehe und spüre, wer da drin wohnt und ob da jemand drin wohnt. Ja. Oder ob das wie eine verlassene Großstadtwohnung auch mal leer steht. Es gibt ja auch leere Wohnungen in der Stadt. So gibt es auch Pflanzen, die gerade nicht bewohnt sind. Also, Gottheiten, die in Gräsern wohnen, ja, die in Sträuchern wohnen, die in großen Bäumen wohnen. Davon ist die Rede im Buddha Dhamma. Und das ist ja auch nichts Neues. In der westlichen Kultur haben wir das ja auch als Feen und Elfen und Trolle, also diese Wesen, die wir nur noch aus den Märchen kennen, wo aber die Sehenden eher sagen, ja, natürlich gibt's sie, nur wir sehen die nicht. Ja. Nochmal so eine kleine formelle Frage. Ist es gut, wenn jeder so seine eigene Formel dafür findet, oder gibt es auch eine Formel, die sich bewährt hat, die man rezitieren könnte? Also gut ist, was funktioniert. Ja? Mhm. Es gibt so eine Standardformulierung, es gibt viele Standardformulierungen, ja? Mögen alle Wesen glücklich sein und Frieden finden. Und mich sprach mal einer an und sagte, ich kann das nicht hören, mögen alle.
Das klingt mir so komisch, aber so soll ich mit mögen alle. Sag ich, ja, lass es, du formulierst so, wie du es empfindest. Ja? Ich wünsche mir, dass es dir gut geht. So kann man das auch formulieren. Ja? Es muss sozusagen funktionieren. Dieser sprachliche Impuls muss nur helfen, dass diese Intention in uns wach wird und dass gegebenenfalls auch diese Empfindung wach wird. Wie man da hinkommt, ist ja nur eine Krücke dann. Ja? So als Wunsch dem anderen gegenüber. Das ist die Hauptsache. Es ist ein Wunsch, eine Wunsch. Intention. Ich möchte, dass es euch so gut geht wie mir auch. Ich wünsche dir Liebe und Güte. Glück und Frieden und Gesundheit und all das. Also die Varianten, wie man sich das gegenüber ausdrücken kann, sind geradezu endlos. Ja, gibt's keine Begrenzung. Haben wir verstanden? Dann machen wir das noch.
So, benutzt die nächste halbe Stunde für das, was ihr machen wollt, müsst, aufräumen, putzen, packen, Metta trainieren. Jama, für den Peter-Bereich gilt. Peter-Bereich, ja. Nicht als Insasse sozusagen, aber als, Gouverneur. Chef des Ladens. Jo. Schau mal auf den Bruder hinter dir. Die ist eine gute Beziehung mit Yama haben. Ganz spontan sagt er mir entweder Hallo oder bleib weg. Was bedeutet das? Er sagt, das ist Ermutigung. Guck, ich habe nichts in der Hand. Nee, er sagt, guck, ich habe nichts in der Hand, was dir schaden kann. Ich ermute dich, komm her. Abaya. Mudra heißt es, Furchtlosigkeit. Kannst kommen, ist keine Angst, komm nur. Und wenn er so macht, es wird ganz selten, sieht man eine Statue, die so macht, dann drückt er es aus, ich strahle Metta aus, mit beiden Händen. Sozusagen, das ist der Radar, mit dem ich Metta nach allen Ecken schicke.